Servus Leute und willkommen zurück zu Road to 55 bei Call of Duty 4 Modern Warfare. Und wir starten gleich ins Game wieder auf unserem Lieblingsserver Crash mit der M16A4. Vorne sind schon meine Kollegen. Ja, es geht rasant weiter, weil ich bin gerade gestartet. Ich habe so ins Game so gehofft, so ja, hoffentlich ist es jetzt noch nicht so ein langes Spiel, dass ich jetzt reinkomme. 10 Minuten Spiel und dann ist das Spiel auch wieder zu Ende, sondern dass ich da länger zu spielen habe, und es ist auch eins. Da war auch noch einer, oder? Okay, da hinten ist auf jeden Fall einer. Nikolai. Fuck, Alter. Ja. Ein Headshot mit der Schnellfeuerwaffe, da kann ich mit dem 16 nichts dagegen tun. Ich brauche eine Schnellfeuerwaffe. Das ist jetzt richtig wichtig. Aber der Punkt, dass mir die Munition ausgeht, ist jetzt wohl auch nicht vorteilhaft. Munition. Leben. Wow. Dämlicher. So, erstmal die Drohne einsetzen. So, dann schauen wir mal. Oh. So, was falsch ist. Da vorne sind doch irgendwelche Spasten, oder ja. Scheiße, ich hätte noch einen Kill gebraucht bis zur Luftschlag. Ah, fuck, was geht jetzt ab? Ah, okay. Oh Gott! Moment. Jetzt fange ich aber gleich an mit der PDW zu spielen, nicht wie letztes Mal, wo ich dann kurz vom Rundenende drauf gekommen bin. Oh, ja, MP wäre geiler. Das war eine dumme Idee, aber diesmal bin ich früher drauf gekommen. Ich meine, hier kann ich nur mit der M16 spielen, das ist irgendwie klar. Weil ihr seht, ich habe den gerade angehittet auf diese Entfernung. Aber der Niger hat mich auch getötet, also never mind. Oh, Luftschlag. Okay. Und jetzt gehen wir voll auf Engage. Oder wir sterben einfach, weil der eine P90 hat, keine Ahnung. Das wollte ich euch mal erzählen. Ich war so an einem Berufsinformationsmesse in Österreich. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe. Auf jeden Fall war das so witzig. Da gab es so einen Stand vom österreichischen Bundesheer. Und die meinten so, ja, die haben so Nachbildungen von den Waffen gehabt. Also nicht österreichische, sondern auch Deutsche, ja, eigentlich fast nur Deutsche. Und ja, das war halt so, wenn man dir rät, dann kann man irgendwas gewinnen, keine Ahnung. Aber das war so eine lange Schlange, also du kannst dich auch ausprobieren an so einem virtuellen Schießstand. Und ja, es war halt so, eine extremst lange Schlange war da. Und ich habe da von der Ferne mal auf die Waffen geschaut. Das war eine AUG A3, eine G36. Und eine P226 und eine MP5. Das hat keiner raten. Die meinten, ja, es ist eine AK-47, eine M16, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall komisch, was die alles gesagt haben zu den Waffen. Eine österreichische AK-47, ne, das ist, ja, eine deutsche M16. Ja gut, G36 ist denn eigentlich eine deutsche M16, weil ja, es ist halt so, ist halt das Standardgewehr von den Deutschen, und die Deutschland ist in der NATO genauso wie Amerika, und die nehmen beide die gleiche Munition her, soweit ich weiß. Und Alter, damit der P90er, also die benutzen ja beide die gleiche Munition, soweit ich jetzt weiß. Ja klar. Und ja, deswegen ist es eigentlich eine deutsche M16. Ah ja, da campen sie schon wieder. Ja, freut mich zu sehen.
Ja. Keine Ahnung, was war das? Irgendwie eine scheiß Idee. Aber ich bin gerade sogar ziemlich gut im Gewinnen. Das freut mich. Ja. Dann hätten wir den auch ausgeschaltet. Wie viel steht's dann? 8 zu 10. Das kann ich. Könnte ich noch aufholen, wenn ich mich jetzt ein bisschen anstrengen würde, aber. Ja, ich bin gerade aufgestanden. Ich bin auch ein bisschen. Ich klinge noch ein bisschen müde bestimmt und ich bin auch noch ein bisschen müde. Und das hört man eben, oder das merkt man halt. Jetzt sitzt du damit. Mit einer M1014 oben, wirklich. Das ist natürlich wieder Vorteil. Entschuldigung, vorteilhaft. What the fuck? Wow! Ich spawn auch direkt hier wieder. Dude. Wow, eine blaue Tarnung. Wow, eine rote Tarnung. Hat einer viel mit der AK gespielt, hm? Ja. Ich kann auch mal hier hoch. Nehme ich wieder die MP5, die ist schneller. Oder? What the fuck? Ich engage jetzt hier mal, weil mit der MP5 kann man ja nichts anderes machen, und wenn ich auch schon eine AK habe, dann wo hier liegen die Waffen, dude. So, da kann man mich ein paar von hinten wegholzen. Außer sind so ein paar schlaue Typen und checken das, aber. Psst. What the fuck? Hä? Ich check das ein paar Mal nicht, wenn ich schon hinter der Wand bin, dass ich dann noch getroffen werde, aber. Okay. Aha, jetzt verlieren wir auf einmal, ne? Ja, Luftzucker. Willst du mich ficken? Schaffst es nicht. Ich brauche eine M14. Ah, weißt du, der MP5, weil. Oh. Dude. So. Jetzt schauen wir mal hier rum. Wie lange noch gerade nach vorne mit den Kills, oder? Sehr schön. Oh, fuck. Ja, der links daneben hat auch das ein bisschen spät gecheckt, dass jemand ist jetzt. Hallo? Danke. How to be awkward.
What the fuck? Ich habe gerade nicht mal eine Granatenwarnung bekommen. Ach, das soll nicht wert sein, sein Name, hä? Okay. What the fuck? Ich wollte den gerade messern. Aber ich habe den eh bekommen. Wo? Ah, der liegt am Boden, Junge. Ja, er spielt ja so am Boden, ein bisschen chillen, ne? Weil das mögen wir ja, wenn da jemand am Boden liegt und uns fickt. Okay. So. Ja, hier drüben kann man irgendwie hochgehen. Das möchte ich gerne mal probieren, aber ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe da genau genommen keinen Plan. Junge. What the fuck? Ja, hast du das... Mami. Ich wollte sagen, so hast du davon, du Penner, dann lag deine Granate vor meinen Füßen. Das war nicht nett, genauso wie der Camper hier. Aber Camper werden mit meiner Martyrium-Granate getötet. Das tut mir erschrecklich leid, aber ist leider so. Komm schon. Ich habe gerade einmal reingedrückt mit dem 16, ich war weg. Okay. Das verstehe ich natürlich, es ist klar. Ich finde das scheiße, wenn jeder mal eine Granate irgendwo vorspammt, so wie jetzt gerade. Na gut, das ist ja nicht Spam, da weiß man ja, dass vorne Gegner sind. Zum Beispiel jetzt habe ich einen Triple Kill gemacht. Einfach nur durch eine Granate. Jungs, das geht im Battlefield nicht. Wenn du da... Das ist eine Viertel-Map von Battlefield. Oder so. Ich bin tot. Ja. Oh, okay. Die letzten 4 Kills mit einer Granate gemacht. Ja. Toll. Ich spiele gerade das Papier, das hier rumfliegt. Das ist eine Granate. Ja, Jungs, geht vor. Ich muss jetzt erstmal HP regenerieren. Weil das kann man ja so gut. What? Hä? Wo war der jetzt? The fuck? Dass er auch nicht geblindet war, Bitch, okay. Aber schon wieder einen mit der Granate ausgeschaltet. Schön, die Granate, wieder jemanden getötet. Junge, der Typ ist bestimmt bei ihnen, ja, 82. Toll. Ah, die PL, what the fuck? Die Namen, Dude. What the fuck?
Ich schieße auf den und ja, kommt um die Ecke. Brr, weg bin ich. Ungefähr so ich. Und er kommt um die Ecke. Ja, da ist jemand noch weg. Das ist mir unerklärlich. Aber wir haben wieder aufgeholt. Jetzt müssen wir aufholen. Jetzt müssen wir aufholen. Unsere Zeit ist gekommen. Genau so. What? Ach nee, kein Luftschlag hier. What? Ah, damn. Dude? Braucht er Hilfe? Oh Gott. Okay, der ist tot. Und ich bin tot, ja. Warum nicht? Wie viel sind wir nicht gerade im Haus hier? What the fuck, wer hat mich gesehen? Hä? Ich war noch hinter der Kiste oder hinter dem Mülleimer. Zeit ist abgelaufen. Okay. Ja, es war jetzt gerade ziemlich knapp zum Schluss. Cool, ich wurde befördert. Ja, war jetzt zum Schluss ziemlich knapp, Leute, und ja, wir sehen uns dann, nächsten Rang schalte ich, glaube ich, die, was sag, das ist igelfrei, Brigadier-General. Na gut, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Road to 55, und zwar am, heute ist Montag, am Mittwoch wieder. Und bis dahin, haut's da rein.